Ja, anderen Leuten dürfen keine Fehler passieren, ne? Nur Shoyoka selber. Aber ihr passieren die ja bekanntlich nie, ne? Das geht gar nicht. Letzten Unsöhne. Es ist so wild. Das hat sie. Die Mascha hat sie bei mir auch probiert. Sie hat's probiert. Sie kam zwar nicht durch, aber sie hat's probiert. Hallo liebe Zuschauerschaft, herzlich willkommen bei Jay Riddle, Jakob Rätsel, jeden Tag um 17 Uhr, meine Lieben. Wir gucken uns heute die Wahrheit über Shoyoka an und die Legende, der Rotschopf, der weiße Heterozismann, wird heute mit der Wahrheit uns ans Licht bringen. Ich bin gerührt. Und ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, danach gucken wir noch das Statement, es wird spannend heute. Sehr, sehr Shoyoka-lastig, verdammte Kiste. Wir gehen rein, wenn ihr den Content feiert, lasst dann Däumchen nach oben und Abonnement da, ja, weil wir wollen groß hinaus, ja, und dann gehen wir rein und treten nach, ab geht's. Moin, Freunde. Moin. Es wird mal wieder Zeit für so ein Video. Shoyo. Übrigens, wenn er sich selbst beweihräuchern sollte, ich warne nur, ich habe die deutsche Nationalhymne. Ich hab's am Start für den Fall der Fälle. Ihr kennt's ja mittlerweile, ne? Ihr kennt's ja. Okay. Viele haben auf dieses Video gewartet, nachdem ich am Freitagmittag öffentlich gemacht habe, dass ich gegen Shoyoka vor dem Landgericht Hamburg vollumfänglich gewonnen habe. Aber es gibt auch viel wichtigere Sachen als Shoyoka. Beispielsweise war ich am Samstag beim 10-jährigen Gedenken an den Völkermord an den Jesiden in Frankfurt in der Paulskirche und habe die Zeit in der alten Heimat genutzt, um mich in Astrofotografie zu versuchen. Danke. Jedes Foto, das ich in der Nacht zum Samstag in der Nähe von Sponheim aufgenommen habe. Gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn ihr das Foto toll findet. Nun aber zu Shoyoka. Oh ja, ich war ein böser Junge. Shoyoka mit bürgerlichem Namen Pia Scholz hetzt ja seit einiger Zeit übel. Nicht nur gegen mich. Nach KuchenTV bin ich das Hauptziel hasserfüllter Angriffe. Ihre toxische Community unterstützt sie dabei noch, auch wenn ihr Freundeskreis immer kleiner und kleiner wird. Die vernünftigen Menschen haben sich wohl von ihr distanziert. Sogar Freiraumreh, mit der sie so gut befreundet war, ist nicht mehr mit ihr befreundet und wird richtig wütend, wenn sie den Namen Shoyoka hört und im Stream vom Chat darauf angesprochen wird. Vorweg, ich habe... Das müsst ihr euch mal vorstellen. Also selbst die Leute, die so kompromisslos hinter ihr standen, sagen mittlerweile, yo, lass mich mit der in Ruhe. Das musst du dir mal vorstellen. Wirklich, also ein klareres, rotes Tuch gibt's eigentlich nicht. Also die am engsten standen, jetzt auch noch abwenden und du wirklich nur noch die Hardliner wie ein Dave Ocelot oder sonst wen auf deiner Seite hast. Oh, gute Nacht. Gute Nacht. Ja, also sie ist wirklich nur noch in ihrer Echokammer. Ne? Das ist jetzt natürlich unsere Sicht auf die Dinge, aber es zeichnet sich ein immer deutlicheres Bild ab. Es ist leider so. Überhaupt kein böses Blut mit Freiraum Rehe. Wir hatten im Kontext von Shoyoka eine Auseinandersetzung, die ist geklärt und ja. Ich finde gut, was sie aktuell für Content macht. Aber zurück. Vor einem halben Jahr konnte sie vielleicht noch ein paar Menschen mit ihrer Show überzeugen, beispielsweise die dritte Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt. Aber die Maske ist mittlerweile gefallen und man hat halt keinen Bock auf Mobbing, Lügen und Hetze. Sie stellt auch dauernd irgendwelche Ordnungsmittelanträge, weil sie denkt, dass man generell nicht sagen dürfe, sie würde Hass verbreiten. Ich finde das ja lustig, denn das Landgericht Frankfurt hat das gar nicht untersagt und mit einem riesigen Selbstbewusstsein behauptet sie ständig, ich würde gegen den Beschluss verstoßen. Also nicht nur dieses eine Mal, wo ich 200 Euro zahlen musste durch ein Versehen, sondern Shoyoka meint, bloß weil sie denkt, meine... Ey, das finde ich so krass an der Stelle und das finde ich so dreist, wie Shoyoka das framed. Shoyoka tut so, als würde er immer wieder gegen den Beschluss verstoßen, aber also dieser tatsächliche Verstoß, wo sie irgendwie 20.000 Euro für haben wollte, was hat er tatsächlich gemacht? Es war einfach nur, also er musste dann ja alle Videos runternehmen, wo er das gesagt hatte und in irgendein Video, was nicht mal Shoyoka im Titel hatte, wo er kurz 20 Sekunden über Shoyoka geredet hatte, wahrscheinlich weil es im Chat stand, das wurde dann abgemahnt und dafür wollte sie eine Riesenstange an Geld haben und ist jetzt super toxisch beleidigt, weil er nur 200 Euro bezahlen musste. Hallo? Ich mag Moneten. Was hat sie dazu inspiriert? Moneten! Weil es halt ein Versehen war. Das Video hatte nicht Shoyoka im Titel, ne? Wahrscheinlich hat er, als der Beschluss kam, dann gesagt, okay, ich stelle jetzt die Shoyoka-Sachen online, wie ich es muss, ne? Aber das ist ihm wahrscheinlich durchgerutscht und, boah, aber nicht mit Shoyoka. Ja, anderen Leuten dürfen keine Fehler passieren, ne? Nur Shoyoka selber. Aber ihr passieren die ja bekanntlich nie, ne? Zwinker. Anderen Äußerungen, dass sie Hass verbreitet, wären automatisch ein Verstoß. Das ist nicht so. Und das müsst ihr mal verstehen. Sie denkt, wenn sie einen Antrag stellt, ist damit schon festgestellt, dass sie recht hat. Schwierig. Das Witzige ist, das Landgericht Frankfurt hat selbst in dem Beschluss festgestellt, dass Shoyoka... Das Geld wäre nicht an sie, sondern in die Staatskasse gegangen. Ja, sie wollte das haben. Sie wollte das haben für den Staat. Also ich weiß, sie hätte es nicht bekommen. Ja, ich verstehe. Hat sie nicht deswegen sogar geheult? Also Tränen geheult? Keine Ahnung.
Ich habe sie noch nie Tränen heulen sehen on Stream. Hat sie schon mal gemacht? Weiß ich nicht. Ist mir auch egal eigentlich, ne? Also wäre natürlich schade, wenn sie weint on Stream, klar, aber keine Ahnung. Joka Hass verbreitet hat. Allerdings meint das Landgericht, die Schwelle sei nicht erreicht, dass sie Hatefluencerin genannt werden dürfe. Angeblich müsse man dazu ausschließlich Hass verbreiten, also nichts anderes tun. Das sehen wir anders, also mein Anwalt Dr. Nick Sarafi und ich, und daher ist die Sache beim Oberlandesgericht Frankfurt. Eine Never-Ending-Story und sehr, sehr teuer. Und daher freue ich mich über jede Unterstützung auf meiner GoFundMe-Seite, die unten verlinkt ist, und ansonsten blende ich den Dauerlink auch dauerhaft ein. Ich habe am Samstag übrigens Geburtstag, also Zinker, na gut. Genug okay. Gerettet. Nun aber zur einstweiligen Verfügung gegen Shoyoka, die das Landgericht Hamburg am Freitag erteilt hat. Ich hatte vor einigen Wochen Shoyoka durch meinen Rechtsanwalt Dr. Nick Sarafi abmahnen lassen, weil sie übel und wirklich ekelerregende Lügen über mich verbreitet hat. Lügen, die einen zerstören könnten. Lügen, die dazu führen könnten, dass man überall gecancelt wird. Genau das, was Shoyoka anscheinend will. Sie versucht das ja aktuell mit KuchenTV. Es scheint eine gängige Methode zu sein, dass Shoyoka Personen canceln will, die sie kritisieren. Es muss gar nicht ein Hassangriff gegen sie sein, so wie es von ihr behauptet wird. Nee, in meinem Fall hat es gereicht, dass ich sie sachlich, aber hart kritisiert habe. Zur Einordnung, zur ganzen Thematik. Shoyoka hatte in jungen Jahren, da war sie 16 oder 17, freizügige, aber laut eigenen Angaben harmlose Fotos von sich im Internet herumgeschickt. Nichts Pornografisches oder nur ansatzweise frivol wie so alte Menschen. Boah, das wird Shoyoka wieder richtig anpissen, dass er das jetzt hier erwähnt. Aber was man da im Hinterkopf immer haben muss, er erwähnt es ja wegen einem Kontext. Weil die damit vor Gericht waren, er jetzt vor Gericht damit gewonnen hat, weil sie dumme Aussagen in den Raum gestellt hat, klärt er jetzt darüber auf. So, ne, also... Er hat viel geredet, aber wenig gesagt, Digga. Okay, ne, hundertprozentig wird sie sich hierüber wieder echauffieren. Und der hat das wieder erwähnt und wieder und wieder und wieder. Und dann wieder und dann wieder. Wobei sie jetzt in dem Statement das auch erwähnt hat. Also dafür... Also die ist immer am härtesten kritisiert, wenn wer anders das sagt, ja. Und da war ja teilweise, ich weiß nicht, ob er das hier jetzt noch erwähnt, womit er genau durchgekommen ist. Also sie ist ja echt mal wieder übers Ziel hinausgeschossen und dementsprechend auch zu Recht verloren. Menschen, wie ich sagen würde, sondern Aufnahmen, die man heute auf Instagram hochladen würde. So sagt das zumindest selbst Shoyoka. Wir gucken uns jetzt hier einfach mal an, was Shoyoka noch vor einiger Zeit zu diesen Videos gesagt hat. Da bin ich so im Hintergrund. Man sieht noch meine Jacke so halb. Und das Problem, dass ich mit 16, 17 freizügigere Bilder quasi an einen damaligen Freund von mir verschickt hatte, die im Nachhinein betrachtet nicht einmal ansatzweise schlimm waren, auch nicht pornografisch, sondern einfach freizügig, und er sie im Internet als Racheporn verteilt hat und verkauft hat. Das heißt, ich hatte mit 18, ich bin auf dem Foto 16, hatte ich eine erste riesige Hatewelle. Ja. Im Nachhinein betrachtet sind das Bilder, die manche Leute auf Instagram hochladen, und das ist halt entspannt, aber es ist halt freizügiger und das ist halt etwas, was privat verschickt wurde, deswegen interessiert sich das Internet dafür. Mhm. Diverse Male hat sie das erklärt, weil irgendwelche Arschlöcher diese Fotos auf Webseiten hochgeladen haben. Ja, das ist natürlich immer doof, wenn man auf der einen Seite, wenn es ins Narrativ passt, die eine Sache sagt, ja, aber dann in der Vergangenheit halt oftmals und mehrmals dann das andere gesagt hat, ja. Also es ist halt doof, dass man immer seine Meinung genauso anpasst, wie es halt gerade einmal gerade halt zufällig gerade vorteilhaft ist, wie man es am meisten dramatisieren kann. Das ist natürlich ärgerlich, ne? Ich weise diese Unterstellungen zurück. Hätte ich gerne mal, ich weiß nicht, was können wir denn da machen? So ein 5, 4, 3, 2... 1. Ups. Es ist halt hart. Ich finde, da kommen die ersten Ups. Also dann sollte man doch bei der Story einfach bleiben dann, ne? Also weiß nicht, warum man auf der einen Seite, wenn es einem in die Karten spielt, dann das Maximale nutzt, um da zu überdramatisieren, ja? Aber in der Vergangenheit das dann probiert runterzuspielen. Keine Ahnung, kann da vielleicht mal ein Statement zu kommen, warum man da seine Meinung öfters wechselt als seine Unterwäsche. Und ich meine, das ist nicht 10 Jahre her, wie sie Sachen rauskramt. Das war 2021. Das ist ein verachtenswerter Eingriff in die Privatsphäre, um das nur klarzustellen. Das habe ich auch oft genug gesagt. Ich habe auch nie etwas dazu gesagt, dass sie freizügige Bilder von mir verschickt hat. Das geht mich überhaupt nichts an. Noch finde ich das schlimm. Schlimm und verachtenswert finde ich, wie gesagt, dass man ihre Bilder ohne ihre Erlaubnis verbreitet Absolut. Hat und sie auch noch dazu beleidigt. Da bin ich ganz bei Shoyoka, die in der Vergangenheit nicht die Bilder kritisiert hat, sondern dass sie beleidigt wird. Und da verstehe ich Shoyoka auch voll und ganz. Das kränkt sie, das verärgert sie, das wäre bei mir genauso. Und dass diese Bilder verbreitet werden und sie beleidigt wird, das geht überhaupt nicht. Das gehört sich nicht, das ist nicht in Ordnung und das gehört auch meiner Meinung nach strafrechtlich verfolgt.
Aber schlimm finde ich etwas ganz anderes. Absolut korrekt. Also Leute, die halt ohne Einverständnis der Frau da irgendwelche Bilder herumschicken, das geht gar nicht. Letzten Hurensöhne, ja. Und vor allem bei Shoyoka, wenn man merkt, es belastet sie psychisch, ja, und es ist eine Sache, die sie beschäftigt und dann die Sachen da. Es gibt ja viele, viele Leute, die die rumschicken. Das lässt sich ja nicht von der Hand weisen. Wie gesagt, das gehört sich einfach nicht, um die da rumzuschicken, um sich über sie lustig zu machen oder sonst was. Kinderscheiße. Doppel fick dich einfach. Im Laufe der scharfen und berechtigten Kritik an dem umfangreichen Fehlverhalten Shoyokas im letzten Jahr, kam Shoyoka auf die Idee, diese Fotos gar nicht mehr als harmlos einzuordnen, sondern sich als Opfer oder Überlebende, ich zitiere jetzt, Überlebende von Kinderpornografie aufzuspielen. Frei erfunden, ohne jegliche Grundlage. Schon einmal hat sie diese Kinderpornokarte Hat sie das gesagt? Überlebende von Kinderpornografie? Ja, es ist wieder bisschen, es ist halt, ja, ich verstehe schon, okay. Es ist ein bisschen weit hergegriffen, weil der Normalsterbliche, der versteht unter Kinderpornografie, dass da irgendwelche Kinder, die 12 sind, gevögelt werden vor der Kamera oder sowas komplett Widerwärtiges. Ja, und nicht, wenn halt eine 16-Jährige irgendein freizügiges Bild verschickt. Ja, okay. Ja, das ist halt dann wieder, ich weiß nicht, ob sie sich jetzt wirklich so fühlt oder sonst was, da kann ich nicht in sie reingucken. Ja, das klingt wieder meiner Meinung nach ein bisschen wie, als wenn sich Shoyoka da etwas in die Opferrolle stellen wollte und sich überlegt hat, auch wie sie es ganz oft bei uns tut, wie kann man das jetzt maximal überdramatisieren. Und dann ist sie auf dieses Wording gekommen und jetzt hat ihr nicht gefallen, dass sie da Backlash für bekommen hat, ne? Wobei ich mich generell frage, warum man das halt thematisiert, ne? Also ich finde, es sollte gar nichts im Internet zu tun haben. Wie gesagt, man kann Shoyoka für genug andere Sachen kritisieren. Ich persönlich hätte es jetzt nicht angesprochen und da irgendwie ein Fass aufgemacht. Ne? Vor allem, weil man ja ahnen konnte, wie Shoyoka reagiert. Also die geht ja bei Kleinigkeiten schon hoch an die Decke. Heidel beängstigend zogen, als sie eine Auseinandersetzung mit dem Streamer Stay hatte. Und bei ihm hatte sie es geschafft, dass er mitten im Stream in Tränen ausbrach, weil diese Vorwürfe gegen ihn ekelhafter kaum sein konnten. Sie und ihr Umfeld hat es geschafft, einen unschuldigen Mann, einen unschuldigen Menschen wie Stay, quasi zu brechen. Mobbing nennt man das übrigens, ekelhaftes Mobbing. Und das ist auch einer der Gründe, weswegen ich sie, wie oben, genannt habe. Ja, was mir bisher verboten ist. Oder noch. Vielleicht dachte sich Shoyoka, dass diese Show mal wieder klappen könnte und wollte mich damit zerstören. Sie hat aber nicht damit gerechnet, dass ich ihr einen Strich durch die Rechnung mache. Shoyoka könnte angenommen haben, dass ihre Taktik erfolgreich sein könnte. Kann mir irgendwer erklären, was da damals mit Stay genau passiert ist? Also das war, offensichtlich saßen die da im Stream und Stay hat dann angefangen zu weinen, weil Shoyoka irgendwas gesagt hat. Was waren da? Ne? Also ich habe nur gehört, irgendwas mit Discord und irgendwie auf dem Discord von Stay waren wohl ein paar von den besagten Shoyoka-Fotos. Aber was ist da genau passiert? Irgendwer schreibt, kein Plan, Bro. Ey, Exegutor X, ich danke dir für den Mehrwert, Bruder. Es hilft ungemein. ist das blöd. Gibt einen Clip auf YouTube. Und jetzt schreibt Exegutor noch kein Problem, Digga. Ey, danke. Danke, Bruder. Wir sind. Guck das Video weiter, spricht er an. Alles klar, okay. Wenn er es anspricht, ist gut. So, Leute, darauf erstmal eine Drachenfrucht. Aber sie hat nicht berücksichtigt, dass ich bereit bin, mich zur Wehr zu setzen. Ganz stolz erzählte sie einmal im Stream, dass sie nur gegen mich vorgeht und ich noch nichts gegen sie gemacht habe, da es angeblich nichts gäbe, was ich tun könne. Das hat sie verwechselt. Ich wollte halt nicht diesen Gerichtsprozess. Ich wollte keine Gerichtsstreitigkeiten. Dafür habe ich keine Zeit und dafür ist sie auch nicht wichtig genug. Aber der Witz ist, dafür hat er wirklich, wirklich keine Zeit. Und er jetzt muss ich mal Tobias Huch pushen hier an der Stelle. Ja, komm, die Tobias Huch Musik. Alter, der Typ, der hat einen Arbeitstag, das ist nicht mehr normal. Ne, der hat mir mal erzählt am Telefon, fährt er hier 3 Stunden hin auf eine Konferenz, dann ist er hier kurz, verabschiedet ein Gesetz, dann ist er wieder woanders, macht da irgendwas, dann ist er kurz in Syrien, ein paar Kindern Wasser bringen, dann wieder auf den Weg zurück. Also so hat sich das angehört für mich. Das ist jetzt nicht eigenlob. Ja, wild. Wirklich. Also, wild, wild, wild. Irgendwann muss es dann sein. Dass sie sich als Opfer von Kinderpornografie darstellt, hat mich sauer gemacht, denn ich kenne mich beruflich mit der Thematik sehr, sehr gut aus. Über ein Jahrzehnt habe ich im Jugendschutzsektor gearbeitet. Ich war mit meiner Firma... Über ein Jahrzehnt habe ich Kinderpornos gedreht, stell dir mal vor. Das war aus dem Nichts. Herr Jay, bei dem Joke bin ich raus. Firma, damals einer der Marktführer im Bereich Altersverifikation und Kinder- und Jugendschutzsoftware. Meine Firma war auch die erste, die freiwillig und zur Unterstützung der Strafverfolgungsbehörden die Scansoftware per Keo auf ihren Servern installierte und so Jagd auf Pädokriminelle machte. Anfang der 2000er Jahre hatten wir so eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt als BKA und konnten helfen, einige dieser Verbrecher ding festzumachen. Für mich ist eins klar. Man macht über kinderpornografische Inhalte keine Scherze und man missbraucht auch diese Inhalte nicht für eigene PR, wie es Shoyoka nach meiner Ansicht macht. Sich selbst als Opfer und Überlebende von Kinderpornografie zu bezeichnen, weil ihren Aussagen nach entspannte Fotos, die sie selbst von sich gemacht hat, ohne ihren Willen verbreitet wurden,
ist eine Verharmlosung nicht nur von Kinderpornografie selbst, sondern vor allem ein Schlag ins Gesicht von Opfern und Überlebenden von Kinderpornografie, von echten Überlebenden. Ja, das kann man so sehen. Also es ist durchaus eine Meinung. Ja, ich finde trotzdem, dass Shoyoka, wenn sie das so möchte, darüber reden darf, ne, aber sie sollte vielleicht ein bisschen auf ihr Wording aufpassen, weil, ey, ich sag's wirklich, also Überlebende von Kinderpornografie hört sich schon echt hart an, ne? Also für das, was tatsächlich passiert ist. Und ich will das, was passiert ist, jetzt auch nicht kleinreden oder so. Das ist für viele Frauen ja eine unfassbar psychisch anstrengende Sache, wenn sie dann wissen, okay, da sind Fotos im Umlauf, da machen sich Leute drüber lustig oder machen sonst was mit den Sachen. Das ist scheiße. Ja, okay, ne? Er hat dann halt kritisiert, Überlebende von Kinderpornografie ist vielleicht ein bisschen viel, ne? Und es wäre auch nicht das erste Mal, dass Shoyoka bei manchen Sachen halt überdramatisiert, ne? Sie hat sich dann halt darauf berufen, dass die Polizei das so festgestellt hat. Okay, ne? Aber gut. Was viele auch nicht verstehen, es geht gar nicht darum, ob Bilder von einer minderjährigen Person rechtlich als Kinderpornografie eingestuft werden können oder nicht. Oder irgendwelche Leute im Internet anfangen, es rechtlich einzustufen. Ihre Bilder sind zwar auch rechtlich gesehen keine Kinderpornografie, denn dazu muss man 14 Jahre alt sein. Aber darum geht es halt überhaupt nicht. Es geht darum, was in den Köpfen der Zuschauer ausgelöst wird, wenn jemand behauptet, Opfer oder Überlebende von Kinderpornografie zu sein. Wer so etwas hört oder liest, der wird denken, dass ein Kind, also wirklich ein Kind und keine Jugendliche, vergewaltigt, also sexuell missbraucht wurde. Ein kinderpornografischer Inhalt ist die fotorealistische Darstellung des sexuellen Missbrauchs einer Person unter 14 Jahren, Kind. Der Herstellung solcher Darstellungen liegt ein realer, oft schwerer, sexueller Missbrauch zugrunde. Durch die weltweite Verbreitung und Verfügbarkeit erfolgt eine dauerhafte Viktimisierung der Opfer. Sind die Opfer zwischen 14 und unter 18 Jahren, so spricht man bei diesen fotorealistischen Darstellungen von jugendpornografischen Inhalten. Das ist ja klar, ne? Also der erste Punkt, der ist hier schon mal gar nicht gegeben, ne? Also sie war ja nicht unter 14, logischerweise. Der Herstellung solcher Darstellungen liegt ein realer, oft schwerer sexueller Missbrauch zufolge. Die Frage ist, auf den Fotos war ja logischerweise kein sexueller Missbrauch zu sehen oder sonst was, ne? Aber ist es jetzt sexueller Missbrauch, wenn du wen die Fotos schickst und der schickt die weiter? Also meines Wissens nach fällt das auch nicht unter sexueller Missbrauch. Also würde mich wundern, wenn es das tun würde, so aus Menschenverstand, aber keine Ahnung, ich weiß da nicht, wie die Gesetzeslage ist. Manchmal ist man ja überrascht bei den Entscheidungen, die entschieden werden. Entstanden sind. Shoyoka wurde hier nicht vergewaltigt. Sie wurde nicht gezwungen. Sie war kein Kind. Nichts davon. Shoyoka hat mit 16, 17 freiwillige Fotos von sich gemacht und diese an irgendjemanden geschickt, den sie laut eigenen Aussagen nicht mal getroffen hat. Nicht mehr, nicht weniger. Es bleibt dabei. Das kann sie machen und das kann jeder so machen und es gehört sich nicht, solche Bilder dann weiterzuschicken. Um das nochmal zu unterstreichen. Aber ich finde es nach wie vor äußerst unanständig, sich dann als Opfer von Kinderpornografie oder gar als Überlebende von Kinderpornografie zu betiteln. Und das war meine Kritik. Nicht mehr, nicht weniger. Ich habe dann in einem Stream die wirren Aussagen Shoyokas rechtlich und fachlich seriös und ruhig eingeordnet. Ich habe klargestellt, dass sie damit Kinderpornografie verharmlost und die Opfer in den Dreck zieht. Ich habe klargestellt, dass es keine Kinderpornografie sein kann. Das wusste ich deshalb, weil ich die öffentlichen Aussagen von Shoyoka kenne, die sie selbst getätigt hat, bevor sie sich als Opfer und Überlebende von Kinderpornografie bezeichnet hat. Mhm. Nachdem ich diese sachliche Einordnung vorgenommen habe und damit die Lügen Shoyokas enttarnte, drehte Shoyoka vollends durch und überschüttete mich mit verleumderischen Lügen. Und hier merke ich an, dass ihre... Die Nein schreibt, hallo, mal eine kurze Frage. Ihr habt damals 15.06.2024 auf ein VOD reagiert, wo Huch ihr Hilfe anbietet unter diesem Stream, der original nimmer verfügbar ist, gesagt, er hat sich die Bilder angesehen und für sich eingeordnet. Ist das nun cool, dass er da sitzt und sagt, hat er es nie getan? So wie Mois. Hat er es nie getan? Weil ich mich kontrolliere. Egal, wer nun die Gegenseite ist oder was man von dieser hält, das ist doch nicht okay, oder sehe ich das falsch? Nö, ne, klar, ne, wenn er jetzt hier gelogen hat, ist das nicht okay. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, um Gottes Willen. Es ist mir auch egal, ob er die gesehen hat oder nicht. Es ist mir egal, ne? Also theoretisch hat er damit recht, ne? Nur, also man kann schon darauf kommen, nur von dem, was sie erzählt hat, kann man das ja auch schon einordnen im Prinzip, muss man ja dazu sagen. Aussagen nicht nur ein Fall für das Zivilgericht in Hamburg werden. Wir reden hier von Straftaten, die ich vermute. Es ist also zu prüfen, ob sich Shoyoka wegen Verleumdung oder übler Nachrede strafbar gemacht hat. In Streams und auf Twitter hetzte sie mit der Behauptung, ich hätte, Zitat, hätte jugendpornografische Inhalte von ihr überprüft. Ich hätte mir Jugendpornografie von ihr angesehen. Sie sagt sogar, ich hätte mir Kinderpornografie von ihr angesehen. Weiter hetzt sie mit der Lüge, ich würde mir Kinderpornografie von Frauen ansehen. Und was? Moment, das hat
Das hat sie gesagt? Mir Jugendpornografie von ihr angesehen. Sie sagt sogar, ich hätte mir Kinderpornografie von ihr angesehen. Weiter hetzt sie mit der Lüge, ich würde mir Kinderpornografie von Frauen ansehen und dass ich das in einem Stream erzählt hätte. Lügen, schmutzige, verleumderische Lügen. Für solche Aussagen wird man normalerweise direkt gecancelt. Es gibt keine Rechtfertigung, dass Shoyoka Kinderpornografie, wie hier geschehen, ja, also unabhängig davon, ob er jetzt diese Fotos mal gesehen hat, also das dann so zu framen, ist natürlich unter aller Sau. Ah, wieder typisch Shoyoka. Ups. Selbst wenn er die irgendwie zugeschickt bekommen hat und dann gesehen hat, okay, ja, ne, ist keine Jugendpornografie, so, ne, also da kann man ja sich nicht ins Internet sagen und der guckt mir von mir Kinderpornografie an und der guckt sich von Frauen Kinderpornografie an, das ist ja geisteskrank. Die, das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Also das kannst du ja nicht ernsthaft unironisch behaupten. Er hat sie nie gesehen und er hat es auch nie gesagt, okay. Also, wie gesagt, keine Ahnung, ich meine da jetzt auch schon öfters mal, kann auch sein, dass es aus der Beamtenbubble gekommen, dass er die wohl irgendwie gesehen hat, aber ne, es ist kein Beweis da, dass er die gesehen hat oder sonst was und darum gehe ich einfach davon aus, dass er jetzt hier erstmal die Wahrheit sagt, bis Gegenteiliges bewiesen wird, ne? Also ich gehe davon aus, er hat die nicht gesehen und dann macht die Aussagen natürlich noch widerwärtiger, also es geht gar nicht. Relativiert. Es gibt keine Rechtfertigung, dass Shoyoka Kinderpornografie für ihre Zwecke missbraucht. Ich meine, ein Monte wird teilweise gecancelt, weil er in einem IRL-Stream einen sexistischen Spruch ablässt. Und dann kommt eine Shoyoka und stellt Kinderpornografie, also die schlimmsten Verbrechen im Kontext von Vergewaltigung und der Zerstörung von Kindern, auf eine Stufe mit lockeren Fotos, die sie selbst von sich gemacht hat und rumgeschickt hat. Da fehlen mir bis heute absolut die Worte. Und ich glaube, jeder, der dieses Video sieht, wird jetzt auch langsam mal verstehen, warum ich so stinksauer bin. Shoyoka hat das nicht nur auf Twitter getan, sie hat es auch live auf Twitch geäußert. Wieso jemand noch Twitch-Partner sein kann, wieso jemand überhaupt noch nicht permanent gebannt ist, frage ich mich. Ist die Relativierung von Kinderpornografie etwa kein Banngrund auf Twitch? Ist die Verleumdung anderer Twitch-Partner mit diesen Inhalten kein Banngrund mehr? Ich habe Shoyoka jedenfalls dafür abgemahnt. Wie zu erwarten, hat sie kein Unterlassungsrecht. Na, zu Recht. Also, dass man das abmahnt, das würde ich auch tun. Das ist ja komplett weg von der Realität. Also egal, wie man es dreht und wendet. Das ist so unangenehm, Digga. Junge, das kann man doch nicht unironisch behaupten. Also man sieht einfach wieder, Shoyoka probiert einfach so den Leuten zu schaden. Es ist einfach nur wildes, dummes Draufgehen und oh, okay, ich habe mal gehört, er könnte meine Fotos gehabt haben oder sonst was. Alter, jetzt kann ich ihn im Internet so darstellen, dass er sich Kinderpornografie von Frauen anguckt. Perfekt. Ey, es ist so dreist. Das hat sie ja schon mit allen gemacht. Das hat sie ja auch schon mit mir gemacht. Auch zu mir hat sie schon gesagt, dass ich sie wegen ihrer Vergangenheit, weil sie Opfer von Revenge-Porn war, habe ich sie auch schon retraumatisiert, weil ich einmal in einem Satire-Video von mir spaßeshalber gesagt hat, Alter, wenn die Karriere von ihr nicht mehr läuft, freue ich mich schon auf die OnlyFans. Das habe ich gesagt und das hat ihr bis heute nicht gefallen. Erklärung abgegeben. Stattdessen hat sie dann einfach weit über mich gehetzt und dann sogar behauptet, wegen mir würde sie jetzt wegen der Kinderpornografie-Sache retraumatisiert werden. Das muss man sich mal auf der Zunge zeigen. Ja, das hat sie auch schon mir gesagt. Also wirklich, die betet das runter wie so ein Gedicht. Also sie wird, egal was man sagt, sie ist anscheinend retraumatisiert immer irgendwie. Ach, ihr verarscht mich. Das ist jetzt eine Verarschung. Es ist so wild. Das hat sie, die Masche hat sie bei mir auch probiert. Sie hat's probiert. Sie kam zwar nicht durch, aber sie hat's probiert. Wirklich, ich finde das lustig. Sie hat so eine einzige Taktik und die probiert sie bei allen durchzubringen. So, weißt du? Ah, das hat sie auch in einem Twitter-Post gesagt, dass ich sie retraumatisiert hätte. Junge, also ich keine Ahnung, ich glaube, die Frau kann mittlerweile nicht mal zum Bäcker gehen, ohne irgendwie retraumatisiert zu werden. Das ist doch nicht mehr normal. Ey, hallo, was ist das denn? Gehen lassen. Sie macht freizügige Bilder von sich, verschickt diese an und behauptet dann, sie sei Opfer und Überlebende von Kinderpornografie. Ich sage, dass sie kein Opfer war. Das ist eine interessante Zusammenfassung. Können wir das nochmal? Es spiegelt Shoyoka ganz gut wieder. Ne? Aber irgendwie spiegelt es aber auch Tobias Huch wieder. Der würde auch Sachen so framen, dass er gut da steht. Aber warte mal, guck mal, Moment. Werden. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen warte, lassen. Warte, sie macht freizügige Bilder von sich, verschickt diese an und behauptet dann, sie sei Opfer und Überlebende von Kinderpornografie. Ich sage, dass sie kein Opfer von Kinderpornografie ist. Und darauf fängt sie an zu behaupten, ich würde mir Kinderpornografie angucken. Ich mahne sie dafür ab und sie sagt dann, ich würde ihre Erfahrung mit der Kinderpornografie, würde sie retraumatisieren. Das ist jetzt kein Scherz. Und es gibt Nee, das ist genau so passiert. Das ist wirklich kein Scherz. Aber es kommt da drüber, als wäre es Satire, ne? Ey, also, das, Alter. Ebenso widerwärtige Menschen, die sie dann auch noch unterstützen. Absolut verachtenswert.
Das Beste juristisch und taktisch wäre gewesen, eine Unterlassungserklärung zu unterschreiben von ihrer Seite. Öffentlich um Entschuldigung zu bitten und eine Schmerzensgeldsumme zu zahlen. Das tat sie aber nicht. Stattdessen ignorierte sie die Abmahnung. Daraufhin habe ich, wie angekündigt, eine einstweilige Verfügung beim Landgericht Hamburg beantragt. Dem wohl angesehensten Gericht für Äußerungsrecht in Deutschland. Das Landgericht Hamburg hat dann Shoyoka zur Stellungnahme aufgefordert. In ihrem Statement-Video lügt sie ihre eigene Community an und behauptet, dass sie nichts vom Gericht bekommen hätte. Na, dumm nur, dass ich hier eine Kopie des gerichtlichen Schreibens habe. Ihre Privatadresse habe ich hier übrigens entfernt, auch wenn ihr Buddy Dave sich darüber auf Twitter aufgeregt hat, dass ich ihre privaten Daten irgendwie entferne. Nun ja, es soll... Diese Bubble ist so verloren. Ich weiß nicht, ob diese Leute da aus der Bubble irgendwie vom Wickeltisch gefallen sind. Diese Bubble ist so verloren. Jetzt regen die sich sogar schon auf, dass sie nicht gedoxt werden. Die sind so blöd manchmal. Die sind so blöd, ey, wirklich. Das ist gut. Das ist so hart. Junge, kann Dave irgendwas richtig machen? Wirklich, aber da haben sich echt zwei Leute gefunden. Also Dave und Shoyoka. So zwei Vollzeitversager einfach oftmals auch, ey, wirklich. Ey, das kannst du mir doch nicht erzählen. Ey, wie kann man so reinkacken? Wirklich, also dieses Framing, das ist doch einfach, wirklich, also die ziehen das ja immer noch so durch, als würde es niemandem auffallen. Aber es ist ja so offensichtlich in 90% der Fälle. Ist ja so, so fucking übersichtlich. Soll ich mal entscheiden, soll ich sie jetzt doxen oder nicht? Ich würde es nicht machen. Dieses Schreiben hat Shoyoka ignoriert. Was finanziell zumindest sinnvoll ist, denn bei so einem klaren Verstoß, da kann kein Anwalt was ausrichten. Danke von Sie. Und damit ihr mir glaubt, ich blende das jetzt hier mal ein. Das ist das Schreiben des Gerichts. Also sie behauptet einfach frech, dass nichts vom Gericht gekommen sei. Nun, hier ist sogar eine E-Mail, die das Landgericht Hamburg an die offizielle Mailadresse von Shoyoka geschickt hat. Auch das wird sie wahrscheinlich bestreiten. Eine offizielle E-Mail, shoyoka.kontakt@gmail.com. Guten Tag, anliegend erhalten Sie die Verfügung vom 11.07.2024. Nehmen stellen den Antrag vom 10.07.2024 mit Anlagen zur Kenntnis und weiteren Veranlassungen. Es handelt sich hier um ein laufendes einstweiliges Vergütungsverfahren mit einer Stellungnahmefrist von 3 Arbeitstagen. Oh, das ist aber ärgerlich. Also das ist ja mal wieder, ich weiß nicht, also... Irgendwann fühle ich mich auch als doof, ja, dass es ein Ups nach dem anderen hier kommt, ja. Es ist schwierig, so ein Shoyoka-Video zu schauen. Die Aussagen, sie enden alle einfach nicht sonderlich gut. Ja, kommen die Ups schon von allein. Und sie kommen schon von allein. Die Welt dreht sich von allein. Wen will sie hier verarschen? Na, ihre Zuschauer. Das Gericht wollte von ihr eine Stellungnahme. Diese Stellungnahme hat sie nicht abgegeben. Fertig, aus. Klarer kann ein Fall wohl kaum sein. Wenn wir hier nicht schon darüber sprechen, dass es sich ins Strafrecht zieht. Und das ist nicht die Spitze der Lügen Shoyokas. Sie behauptet wahrheitswidrig, das Landgericht Hamburg wolle ihr verbieten, über ihr Trauma zu sprechen. Mit dieser dreisten Lüge will sie einfach nur Mitleid erregen und diskreditiert das Gericht. Das Gericht hat ihr mit keinem Satz verboten, über ihr Trauma zu sprechen. Das Gericht hat ihr nur verboten, schwerwiegende, nicht haltbare und existenzvernichtende Vorwürfe zu verbreiten. Den kranken Vorwurf, ich hätte mir Kinderpornografie von ihr angesehen. Geht's noch? Ja, aber das muss sie ja hoch und runter beten, um ihr Trauma zu verarbeiten. Das gehört ja dazu. Fair enough, ne? Ich glaube, das ist ihr Coping-Mechanismen, um die Retraumatisierung zu stoppen. Einfach andere Leute von dem Busch stoßen und den Dinge vorwerfen, die so nicht passiert sind. Das müssen wir uns hier fragen. Um es nochmal klar zu sagen. Es gibt von Shoyoka keine kinderpornografischen Aufnahmen im Internet. Auch Ste hat nichts mit Kinderpornografie zu tun. Und erst recht ich habe nichts mit Kinderpornografie zu tun. Shoyoka sparte sich also die Anwaltskosten und nahm nicht ihr Recht zur Stellungnahme wahr. Ja, ich denke, das ist eine eiskalte Taktik, so zu tun, als wüsste man nichts vom Verfahren und die Niederlage darauf zu schieben. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass das so intern abgesprochen war. Ich kann das natürlich nur vermuten. Denn sie kann einfach nichts dazu sagen, als so tut sie so, als hätte sie keine Chance gehabt, was zu sagen bzw. zu schreiben. Ja, wir haben das Gegenteil ja bewiesen. Ich habe ja beide Schreiben eingeblendet. Und was soll man da auch schreiben sonst von ihrer Seite? Außer, Tobias Hoch hat recht, ich habe gelogen. Das wäre die einzige ehrliche und richtige Antwort. So dann erging, und das mache ich ganz ehrlich und transparent. Also könnt ihr euch das so vorstellen bildlich, dass Shoyoka sich hinsetzt und sagt, Tobias Hoch hatte recht, ich habe gelogen. Also ich kann mir das nicht mal vorstellen. Ich habe eine blühende Fantasie, Freunde. Also es geht einfach nicht. Also es ist einfach so unnatürlich, dass sie einen Fehler einsieht. Niemals, oder? Niemals im Leben. Niemals in meinem Leben. Never ever in my life. Ja, da bin ich bei euch. Es ist wild. Das ist unmöglich. Eher friert die Hölle zu, wa?
durch das Landgericht Hamburg folgender Beschluss, den ich hier vollumfänglich einblende. Ja. So, in Bezug auf den Antragsteller, die nachfolgenden Äußerungen, warum sind die Dinger hier so, also so dunkler als andere? Ist das, was ist denn da passiert? Zu verbreiten und oder öffentlich zugänglich zu machen und oder verbreiten, ja. Auf jeden Fall, aber Tobias Huch ist kein Beamter, Tobias Huch ist kein Mitarbeiter der Polizei, er gehört nicht zum LKH, er gehört nicht zum BKA, er ist nicht betroffen, er ist nicht involviert, er ist kein Experte, er ist nicht in irgendeiner Weise Teil davon. Ja, es hat Tobias nicht gefallen, dass sie gesagt hat, er ist kein Experte, weil bekanntlich ist Tobias Huch Experte für alles. Und setzt sich hin mit über 40... Okay, auch wieder ad hominem. Was spielt da eine Rolle, ob er über 40 ist? Hätte es besser gemacht, wenn er 22 gewesen wäre und dann darüber redet. So, man merkt halt auch schon immer an der Wortwahl von Shoyoka, also welche Richtung das geht. Sie probiert einfach wirklich, also ad hominem ist einfach ihr Urinstinkt. Das macht sie, glaube ich, ganz voll automatisch, als wäre sie ein Sturmgewehr. Und erklärt, dass er jugendpornografisches Material von mir überprüft hat, um rauszufinden, ob es Kinderpornografie ist oder nicht. Tobias Huch ist einfach ein unqualifizierter alter Mann im Internet, der zugegeben hat, dass er sich Jugendpornografie von einer Influencerin anschaut. Also im selben Satz, so wie ich das sehe, hat sie nochmal betont, dass er ein alter Mann ist. Das ist schon zum zweiten Mal. Dass er sich Jugendpornografie von einer Influencerin angeschaut hat, die ihm nicht ausstehen kann. Das ist Tobias Huch. Und alles andere, was drumherum passiert, das erzählt er euch, damit es nicht so ekelhaft klingt, wie es eigentlich ist. Es ist einfach nur Framing, Alter. Weil er hat zero Expertise in diesem Feld und es gibt keinen Grund, sich da einzumischen. Die einzige Expertise, die Tobias Huch in diesem Feld hat, ist, dass er ehemaliger Erotikunternehmer ist. Also auch das klingt wieder so böse. Also wenn sie weiß, dass er Erotikunternehmer ist, dann kann sie auch sagen, dass er jetzt nicht in einem Erotikunternehmen so per se gearbeitet hat. Da haben die Leute ja andere Sachen dann im Kopf logischerweise. Ne, sondern er hat halt sowas für Erotikseiten hergestellt, damit das Minderjährige davor schützt, im Prinzip auf diese Seiten zu gehen. Also er war auf der guten Seite eher. Und unter diesem Kontext finde ich es noch ekelhafter. Wie? Also, er hat damals probiert, Minderjährige zu schützen und in dem Fall ist es dann noch ekelhafter, hä? Okay, dass er es sich angeschaut hat, das ist Tobias Huch. Da hat er sich nämlich auch eingemischt und da hat er den Leuten gesagt, dass er jetzt dafür sorgt, dass ich in den Knast gehe mit der Begründung, ich habe auch dazu die Sprachnachrichten, nur so nebenbei. Also wenn er auch das leugnen möchte, huch, nee, nur so nebenbei. Junge, ich bin so verwirrt. Auch das habe ich, auch das kann ich abspielen. Ich warne dich vor, bevor du auch da behauptest, nee, war ich nicht. Kann ich auch machen, kein Problem. Da hat er dann erklärt, er wird dafür sorgen, dass ich in das Gefängnis gehe, weil er hat sich die Kinderpornografie angesehen von mir, um sie zu beurteilen. Und er ist zu dem Entschluss gekommen, es ist keine Kinderpornografie, sondern nur Jugendpornografie und deswegen sollte man mich wegsperren, weil ich behauptet hätte, es wäre Kinderpornografie. Hat er das gesagt, dass man dich wegsperren sollte deshalb? Also, ne, also es ist schon, du machst halt mal wieder Shoyoka-Sachen, du überdramatisierst, um ein bisschen Beileid zu bekommen, ne? Aber erzählst doch einfach, wie es normal war und dann kriegst du doch auch Beileid, weil es ist ja auch normal, wie es gewesen ist, was du erleben musstest, das war ja schon scheiße. Ich verstehe nicht, warum man dann da so unnötig bewusst überdramatisieren muss, um noch mehr Blumen zu bekommen. So, das ist so mein Problem damit. Wenn dies geschieht, wie im Rahmen eines Livestreams durch die Antraggegnerin auf der Plattform Twitch über ihr, okay. Das wird ja hier interessant. Was kommt denn hier noch alles zutage? So, möchtest du nichts dazu sagen, dass dein guter Freund Tobias Huch versucht, Personen gegen ihren Willen einweisen zu lassen oder dass er sich Kinderpornografie von Frauen ansieht, um zu bewerten, ob es wirklich Kinderpornografie ist? Sind keine Anschuldigungen. Ne? Huch hat gerade ein Video veröffentlicht, wo er das mit der Zwangseinweisung vollständig zugibt und das mit der Kinderpornografie weiß ich auch nur, weil er es in seinem eigenen Stream erzählt hat. Das war's. Ich habe vollumfänglich gewonnen. Fertig aus Mickey Mouse. Aber ich finde es halt eine Frechheit, wenn sie ihre Community und vor allem Leute, die zufällig einschalten und nicht wissen, was sie eigentlich treibt, aussagt. Denn ihre Argumentation war ja, dass sie keine Chance bekommen habe, vom bösen Landgericht Hamburg sich zu äußern und das böse Landgericht Hamburg ihr verboten hätte, über ihre Kindheitstrauma zu sprechen.
Naja, das sind ja auch alles heterosexuelle Cis-Männer. Ja, die gehören ja auch zum Boys Club, ne? Oh nee, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Jetzt kriegen die beim nächsten Mal, wenn wir da hingehen, einen Befangenheitsantrag. Och, ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Ich habe die Rechnung ohne den Anwalt von Shuyoka gemacht. Verdammt. Och, die kriegen jetzt alle einen Befangenheitsantrag. Ist vorbei. Also vor das Gericht können wir nicht mehr gehen. Verdammt nochmal. Da waren nochmal normale Leute mit gesundem Menschenverstand. Und die habe ich jetzt auch leider mit der Aussage jetzt rausgebracht, weil die werden sowas von einem Befangenheitsantrag bekommen. Der wird zwar nicht durchgehen, aber das hat sie ja noch nie aufgehalten. Arme Shuyoka, die nach eigenen Worten 45% Steuern zahlt, also Spitzensteuersatz und somit zu den Top-Verdienern gehört, ständig irgendwelche Verfahren einleitet, hätte jetzt plötzlich kein Geld, um gegen den Beschluss vorzugehen, der ihr verbietet, über ihr Kindheitstrauma zu reden. Geil, wie man seine eigene Community sowas von verarscht. Sie ist halt eine gute Schauspielerin. So hat sie durch diese Lügen viel Geld verdient. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, es wäre nichts rumgekommen an Spenden, wenn sie gesagt hätte, wie die Sache wirklich war. Zumindest großteils werden nichts mehr rumgekommen. Es gibt halt immer noch irgendwelche Verblendeten. Shuyoka muss Gerichts- und Anwaltskosten übernehmen, die sich aus einem Streitwert von 30.000 Euro ergeben. Sie hatte die Kosten für ihren eigenen Anwalt zumindest gespart. Und jetzt soll sie schnell eine Abschlusserklärung abgeben. Das empfehle ich ihr. Denn sonst gehe ich in die Hauptsache und das wird dann für sie um ein Vielfaches teurer. Was bleibt am Ende? Shuyoka hat mal wieder gelogen und gehetzt. Auch das Landgericht Frankfurt wird sich für dieses Verfahren interessieren, denn ich habe natürlich Berufung gegen das alte Landgericht Frankfurt-Urteil eingelegt. Auch hier lügt Shuyoka übrigens, die in ihren Streams gesagt hat, ich hätte keine Berufung eingelegt. Das weiß ich ganz genau. Das alles kostet mich ein Vermögen. Aber man darf nicht wegsehen, wenn Hass und Hetze verbreitet werden. Man darf sich Lügen nicht unterwerfen und man muss sich wehren, wenn jemand mit so einer Reichweite Hass und Hetze verbreitet. Ich persönlich freue mich über jeden Euro an Unterstützung. In diesem Verfahren, Link, wie gesagt, in der Beschreibung und halt eingeblendet. Und an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch an KuchenTV, der vor dem Landgericht Braunschweig in seiner negativen Feststellungslage zu 100% gegen Shuyoka gewonnen hat. Auch er lässt sich das nicht gefallen. Richtig so. Ach, übrigens, ihr erinnert euch, dass ich vor dem Oberlandesgericht Frankfurt im Verfahren gewonnen habe, wo Shuyoka wollte, dass ich nicht 200 Euro, sondern 20.000 Euro bezahle. In diesem Ordnungsmittelantrag. Ihr Anwalt hat sogar nach diesem Beschluss versucht, das Gericht mit diffamierenden Aussagen zu überzeugen. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat vor kurzem dann nochmal entschieden, und zwar also zu der Beschwerde, zu dem Verfahren, die Beschwerde zu der Beschwerde ist doch egal, über das Ordnungsmittelgeld, das habe ich auch gewonnen. Also das Gericht hat nochmal bestätigt, dass sie bei der Entscheidung bleiben. Mann. Aber sie hat ja alle Verfahren gewonnen. Ja, gut. Was ist eure Meinung zu der Sache? Ich bin persönlich angeekelt. Ich bin stinksauer darüber. Es hat mich auch persönlich getroffen. Das geht nicht spurlos an einem vorüber, wenn solche widerwärtigen Vorwürfe gegen einen erhoben werden und wenn vor allem aus ihrem Umfeld und auch aus gewissen Hassbubbles, die sich dann darauf auch noch stürzen, dieser Mist weiter verbreitet wird. Ja. Schreibt's unten in die Kommentare. Lasst gern ein Like da. Und lasst euch nicht verarschen. Ich habe das hier transparent gemacht. Und ich ziehe das auch in der Hauptsache durch. Egal, wie sie... War ein gutes Video. Durch und durch. Ich glaube, ich lasse doch ein Däumchen nach oben da. Auch wenn mir das Foto überhaupt nicht gefallen hat. Es hat mir überhaupt nicht gefallen. Verdammte Kiste, was sagen die Kommentare? Hier Supportmöglichkeiten. Wenn ihr Bock habt, supportet Tobias Huch natürlich. Tobias Huch gewinnt nicht vor Gericht. Er erlaubt der Gegenseite zu verlieren. Ich liebe es, dass wir das durchgesetzt haben, Leute. Ich liebe es, dass wir das durchgesetzt haben. Das ist ja so toll. Da können wir uns alle mal auf die Schulter klopfen, Leute. Diese Kommentare hier, die hier existieren, die gehen auf unsere Kappe. Das haben wir durchgeboxt, Leute, ja? Ne? Also da auch einmal mal an der Stelle volle Wertschätzung an unsere Community. Ist das herrlich. Ach, scheiße, ich hätte das mit mir machen sollen. Tobias Huch trinkt sogar den Wasserhahn auf Ex leer. Scheiße, Alter, das, ich hätte das bei mir durchsetzen sollen. Das ist voll der Push jedes Mal. Geil. Reacte doch mal bitte auf das Video von Stay. Finde ich das hier, dann mache ich das in diese Reaction noch rein. Herzlich willkommen zum ersten Shuyoka Files Video. Hier seht ihr, was die Dame vor ein paar Jahren mit Stay abgezogen hat. Teilt und kommentiert dieses Video. Shuyoka. Ich von dieser Person öffentlich entschuldigt wurde, pornografische Inhalte von Minderjährigen über meinen Discord zu vertreiben. Ich habe vor mehr als anderthalb Jahren dazu Stellung bezogen und das aufgeklärt und alles getan, um diese böswillige, auf Antipathie beruhende... Da ich mittlerweile Morddrohungen erhalte und meine Partner angeschrieben werden, sehe ich mich gezwungen, hier mal ein, zwei Dinge klarzustellen. Die Anschuldigung, dass in meinem Discord pornografisches Material von Minderjährigen verbreitet wird, ist natürlich falsch. Entschuldigung auszumerzen. Es gab keine Konsequenzen. Und deswegen distanziere ich mich, soweit ich kann. Mhm, okay.
Es war jetzt aber nicht sehr aufschlussreich. Ich hätte gern noch ein bisschen mehr Inhalt gehabt, um ehrlich zu sein. Erzähl uns was, womit wir nicht gerechnet hätten. Cis-Heteroman. Jetzt ist es raus. So will ich auch reagieren. Das ist okay, ja, okay, womit fühle ich. Nicht gerechnet hätten. Das bin ich. Cis-Heteroman. Das brauche ich als Meme. Das brauche ich als Meme für meine Videos. Das passt tatsächlich. Ach du heilige Scheiße. Sehr, sehr relatable, die Reaktion. Leute von heute, wenn euch die Reaktion gefallen habt, ihr wisst ja, was zu tun ist. Ja, lasst ein Däumchen nach oben da, da würde man euch loben. Ja, und einen Kommentar für den Algo, damit wir hier durch die Decke gehen. Das wäre toll. Und dann, guckt euch das nächste Video an. Bis dahin, tschüss, die Müsli.